Camberi. Verschenkt den Ball. Tschüss! Schön. Goal! Goal! Lindri Camberi aus dem Nichts, 20 Meter, schätzungsweise. Er hat den Doppelpass versucht und nachher ist der Ball wieder zu ihm zurückgekommen und dann dreht er sich und schiesst aus etwa 22 Meter mit dem linken Fuß einen Aufsetzer. Das war der dritte Aufsetzer jetzt gegenüber Justin Hammel. Ja, 22 Meter und einen satten Schuss, einen extrem satten Schuss. Humorlos, einfach in der Spieler, der wegen dem Fehler von seinem Ballet da drauf ist. Und dann dort ein Foul, aber nicht pfiffen, zurückgerissen. 3 gegen 2. Schuljahr, ja. Berial läuft ins Offside, der Schuljahr spielt auf den Marquesano. Marquesano kann schiessen. Schiess! Ui. Goal! 2:0! Goal! Was? Goal! Vollricht! Halböch! Ja. Der Hammel kann den Ball nicht um den Pfosten lenken. Er geht in seiner Seite jetzt, ist Pötti viele. Jetzt ist dort der GC-Spieler schneller, der Morandi, als der Gonde. Gonde, ja. Flankt rein, Flanke kommt. Und jetzt ist das Goal für den Mabil. Und das war der erste gefährliche Angriff gewesen. Die Zürcher haben wirklich geschlafen, der Ball abgelenkt worden. Mabil läuft eben im hinteren Pfosten an. A la Lugano, Flanke kommt von der Seite. Der Morandi schneller als der Gonde. Und von mir aus hat der Gonde ein bisschen zu zurückhaltend im Zweikampf.